Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed Beast im Direwolf 20 Pack. Ja, wir sind am ME-System dran. Wir haben letzte Folge eine Zugangsfertigungskonsole gemacht und wir haben hier einen Zombie-Pick rumlaufen. So, da ist er. Ja, leider noch nicht angeschlossen, weil aus Gründen, nein, weil ich gerade ME-Kabel suche. Da, 5 Stück haben wir hier. Das reicht nicht, glaube ich. So, wir müssen mal kurz die eine Fackel wegmachen und machen die neue hierher. So. Jetzt müssen wir mal schauen, weil ich jetzt erstmal schauen muss. Nein. Wo geht's? Bei der Treppe. 3 Blöcke, 3 und 2. Gut. Also bei der letzten Treppe, das ist. Ist dann. Hier sein. Was haben wir da? Fertigungskonsole. Gut. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ja, hier ist ja jetzt. Die Wand. Und hier ist auch Wand. Und hier ist Wand. Und hier ist ein Loch. Machen wir erstmal den mal wieder hin. Ich glaube, nee, wir machen das mal auch weg. Und das da weg. Und das weg. Wir tun die Außenwand ein bisschen nach oben. So. So. Und. So, so. Wie sieht's aus? Hast du jetzt ein ME-Kabel geklaut? Komm mal her. Kiste. Nee, du hast kein ME-Kabel. Wir müssen dann auch noch schauen, wie wir das mit der Stromzufuhr machen. Aber das ist das kleinste Übel. Sage ich einfach mal so und dann ja, stehe ich erstmal da. Schaufel habe ich. Schaufel weg. Weg. Ist das nicht schon wieder dunkel? Das ist ein bisschen. Ja. Gut, dann legen wir uns mal schnell hin. Die Folge ist noch nicht mal alt und schon. Gut, wir legen. So, ich habe vergessen, mir was zu trinken einzugießen. Ja, bin ich ein Held. Dann hole ich mir eben nachher Kaffee. So. Wir müssen erstmal schauen wegen der Stromzufuhr. Jetzt muss ich erstmal gucken, welchen Bereich wir eigentlich in die Wand bohren könnten. Oh, das geht ja. Perfekt. Dann machen wir gleich mal so einen Schacht. Und zwar müsste ich gucken, weil der Chip ist. Da. Okay. Erstmal wieder ein bisschen Krempel weg. Das stört mich gerade so ein bisschen. Nur das brauche ich und die nehme ich auch mal noch mit. So, das weg, weg. Was hatte ich gesagt? Was? Ich brauche Kabel, genau. Kabel, da habe ich jetzt gerade mal noch eins davon. Die könnte ich, das reicht alles nicht. Oh, hier kommt jetzt das Energiekabel. So, dann kommt hier wieder die Decke so rein. Dann, das brauchen wir nicht. 2 ME-Kabel brauche ich noch. Habe ich schon genug, da habe ich den Staub hier reingetan. Das brauche ich nicht, die Wolle brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das Glas brauche ich jetzt auch erstmal nicht, die Holzkohle kann weg, der Glowstone kann weg, das kann weg.
Die Meißel behalte ich erstmal. So, jetzt machen wir erstmal das Staub und dieses Staub. Ne, wir machen das mal gleich so hier. Wir machen mal alles Umwandlung. So, dann haben wir jetzt nochmal 10. Jetzt komme ich natürlich so an die Fertigungskurve. So, Konsole nicht ran, also heißt das, ich muss wieder hochlaufen. Machen wir das mal schnell. So. Und 12 heißt, wir können ein paar machen. 4. Nein, der wird da Glas fehlen. Naja, egal. 9, weil brauchen wir immer mal. Später dann. Jetzt haben wir erstmal 9 Stück. 2 brauche ich erstmal für hier, damit ich das anschließen kann. So, perfekt. Das ist angeschlossen. Jetzt fehlt da unten bloß noch ein Speicherchip. Und jetzt sind wir noch am Strom. Das schmeiße ich hier rein. Und sobald ich Platz bekomme, irgendwie Platz bekomme, werde ich. So, jetzt mal kurz gucken. Ja, sobald ich Platz habe, werde ich dann erst einmal das ganze Zeug ins ME-System. Ach nee, warte mal, andersrum. Ich werde ja das ME fertig machen, damit ich wieder ein bisschen mehr Platz habe, vor allem in den Taschen. So, das war jetzt Punkt 1, den ich abhaken wollte. So, dann machen wir hier mal Thermal. Wir brauchen die Nicht-Fluids. Wie heißen mal? Die sind die einzigsten Kabel, die. Ach, hier oben angezeigt werden. Ach, Elektrum und gehärtetes Glas. Elektrum und gehärtetes Glas. Warum renne ich dann gleich mal hier rüber hin? Müsste mal gucken, ob ich da drüben noch gehärtetes Glas habe. Gehärtetes Glas. Ne, Elektrum wollte ich gucken. Ne, haben wir nicht. Ne. Aber das kriegen wir ja hin. Machen wir 4. So, das ist Nummer 1. Dann brauche ich noch 4 Silber. Dann kriegen wir das Elektrum hin. Rein da. Mein Quervi ist auch noch ein bisschen was umbauen. Gefällt mir noch nicht so ganz. Das Blei brauche ich auch noch. So, jetzt brauche ich erstmal Obsidian. Gut, dann machen wir das jetzt einfach mal so. Ich kriege aus einem Obsidian kriege ich wie viel raus? 4. Das heißt 2 für ein Glas. Ne, 2 kriege ich für 2 Obsidian kriege ich 2 Glas raus. Das heißt, ich hätte jetzt hier 4 Glas. Und ja, perfekt. Also müsste ich jetzt noch einen Bleibarren holen. So, und das heißt, ich könnte das viermal machen. Bleibarren da. Also, dann hätte ich 4. 24 Leitungen. Das kann erstmal raus, das braucht keiner. Jetzt zumindest erstmal nicht, weil ich habe das Stopp eh drüben. So, also es sollten jetzt 24 Leitungen draus werden. Ich habe richtig gezählt. Was haben wir denn hier noch drin? Oh, hier habe ich noch Redstone-Leitung drin. Ups. Dann haben wir jetzt da 31 drinnen. Das reicht für ein bisschen Energie. So, wir haben nicht gezählt, wie viel ich brauche. Gut. Also, wie mache ich die Leitung? Erstmal geht das sowieso bis. Jetzt hier eine Verschalung. Geht hier Boden rein und ich muss noch eins tiefer.
noch ein bisschen tiefer. Eine Reihe muss ich noch tiefer. Genau. So. Dann machen wir erstmal kurz das hier wieder dicht. So. Ja, das habe ich jetzt drüben im Haus. Oder habe ich schon ein paar Leitungen dabei? Nein, ich habe eine kleine Leitung dabei. Das sollten jetzt, warte mal, ich hatte 40 Redstone reingeschmissen, 20 Leitungen sollten rauskommen. Das sollten jetzt. Genau. So, und dann brauche ich noch ein ganz anderes tolles Werkzeug, was ihr dann später gleich sehen werdet. Damit arbeite ich gerne, vor allen Dingen, wenn es dann heißt, Kabel verschwinden lassen. Leider funktioniert das mit einigen Leitungen und Pipes nicht, wie zum Beispiel die von Buildcraft. Warte mal, nee, hier wollte ich mit Erde wieder aufstocken. Hallo, Erdkiste. Du gehst mir gerade mal so ein bisschen auf die Nutsch. So, jetzt haben wir hier die Energieleitung, die ich jetzt hier hochziehe. Die kommt dann noch mit dahin. So. Und jetzt müssen wir auf die obere Etage. So, und schon ist es am Stromnetz angeschlossen. Und es läuft auch gleich. Juhu! So, wir können bloß nirgends reinschmeißen. Hier. Funktioniert noch nicht. Weil, aus Gründen und so. Nein, weil, ihr wisst schon. Aus Gründen. Uns fehlt noch entscheidender Speicher. Das ist jetzt das nächste, was ich machen muss. Speicher. Aber erstmal gucken wir nochmal hier hinten, wie es hier hinten jetzt aussieht. Das nehme ich mal mit. Das Ebbedite brauche ich jetzt erstmal nicht. Das Zerdus nehme ich mit. Aha, Faden. Ja. Das kann ich alles mitnehmen. Du bist noch gar nicht an der Mine. Das könnte, kann gar nicht sein, dass du an der Mine bist. Ist doch. Der ist das schon wieder gekillt. Ah, das ist ein Endertod. Okay. Also reinkommen tue ich ja jetzt nicht, also beziehungsweise ganz schwer wieder raus. Deswegen grabe ich mich nicht rein. Wir nehmen jetzt bloß die Kohle und das Zertus mit. Das da, immer noch Staub, nein. Gut. Das ist jetzt für mich in meinen Augen erstmal das Wichtigste. Später wird das dann alles mit Thermalleitung verarbeitet. Oh, ich bin eine Katzenfamilie. Ah, stimmt, das war ja alles mal Regenwald hier. Ich werde überrannt von Katzen. Ja, Katzen werde ich mir demnächst auch mal fangen können. Aber dazu müsste ich schlafen. Nee, nicht müsste ich nicht schlafen, sondern müsste ich einen Fischer fangen. Fischer fangen. Fischer bauen. Jetzt haben wir's. Ein Fischer bauen. Das tun wir da hin. Können wir jetzt schlafen? Ja. Gut, machen wir nochmal schnell ein Nickerchen. Und dann geht es auch schon weiter. Jetzt bei mir ist noch da. Ja, also nächstes Projekt. Mal schauen, wie schnell ich es hinkriege. Also die Leitung verkleiden wir später. Jetzt müssen wir aber erstmal uns um den Energiespeicher. Wir machen 4K Speicher. Das ist 1K. 64K ist mir zu teuer. 0K ist mir zu wenig. Gut. Wir brauchen 4 davon. Gut. Das heißt, der Meißel kommt hier rein. Des Weiteren brauche ich Redstone. Nehme ich mal hier 2. Ich hoffe, 2 reichen. Davon brauche ich 4. Gut. Die 4 da rein. Das machen wir daraus. Ich sehe gerade, wir können nur 2 bisher machen. Das heißt, wir müssen mal noch 2 Silizium herstellen.
Nee. Ach verdammt. Das Ding ist ja voll gerade. Man muss man auch mal. Ach nee, eigentlich hätte ich es gar nicht gebraucht. Bin ich ein Held. Gut, dann ist es gleich da drüben reingeflossen. Ich hätte gleich den Stab reinschmeißen können, also zwei zumindest. Ja, und ich hätte gleich mal die Chips brennen können. Na gut. Rennen wir also wieder rüber und brennen jetzt vier Chips. Da sind sie. Ach Mensch, was ist hoch? Dauert das lange. Das Schöne ist daran, dass man immer jetzt seine Energie bei mir ab, dass ich, wenn ich das Haus verlasse, gleich immer die Energie ablade. Gut, was hatten wir gesagt? Das wird das hier erstmal kurz nicht rausnehmen. Wir brauchen den 4K-Speicher. Da hatten wir das jetzt schon so weit, dass ich das hier trotzdem rausnehme. So, dann schmeiße ich das mal kurz dorthin und. Nein, das war jetzt falsch. Sag mal. 4K. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Gut. Müssen wir in etwa jetzt schon. Das brauchen wir dreimal. Jetzt tun. Da sind die Redstones. 10 reichen nicht. Das reicht nicht. Dann müssen wir hier noch ein bisschen mehr machen. Wir brauchten 12 insgesamt. Also wir brauchten davon 3. Gut, dann haben wir jetzt das schon mal. Jetzt können wir das mal so machen. Genau, da. Wo sind die drei? Da. Kommen wir jetzt dahin. Glas dorthin und schon schwupp haben wir das. Jetzt können wir das machen. So machen. Die drei Dinge haben wir auch schon. Dann haben wir das. Das Eisen haben wir schon. Und ein Glas. Ein Glas fehlt uns jetzt erst einmal noch. Das ist, denke ich mal, unten. Und schon haben wir unseren ersten 4K-Speicher. Jetzt erstmal noch zwei. Und dann können wir schon mal ein bisschen was einlagern. So. Ach, ich brauche bloß ein Glas. So, unser erster 4K-Speicher ist fertig. Den tun wir dann auch gleich hier rein. Wir bauen, ja, also, ja, ich denke mal, wir bauen das alles nur mit 4K-Speichern zu. So, Zugangskonsole. Ja, hier hast du erstmal den Scheiß. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Das kriegst du rein. Gut. Ich weiß gar nicht, was ich alles da reinschmeiße. Aber erstmal die ganzen Erze. Und hier die Scherben, die brauche ich jetzt auch erstmal nicht. So, und ich bin da auch schon wieder voll. Gut. 63 Gegenstände und insgesamt einen Speicher von 4K können wir hier reinschmeißen. Wenn das überschreitet, passt da nichts mehr rein. Aber das kriegen wir hin, nicht zu überschreiten. Und wie man sieht, wird das jetzt ja langsam leer. So, was nehmen wir denn jetzt noch? Salpeter, das. Das hier. Ja, könnte etwas dauern jetzt. Das schmeiße ich jetzt auch mal da rein. So, das da, das, das. Das heißt, wir müssen sowieso gleich noch ein, zwei, vier, 4K-Speicher bauen. Aber ich müsste dann jetzt auch erstmal wieder aufhören, weil aus Gründen. Das heißt für uns, wir brauchen die ganzen Truhen nicht mehr, die ganzen Werkbänke auch nicht mehr. Es hat Vorteile, aber auch Nachteile. Wenn jetzt zum Beispiel der Strom wegknackt,
ist es ziemlich schwierig, da wieder reinzukommen an die Sachen. Es ist immer sehr kompliziert. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich schon mal eins unserer großen Projekte endlich mal hingekriegt. Ja, alles weg. So, da haben wir die Doppelkiste jetzt leer, hoffe ich. Mal schauen, ob wir alles reinkriegen hier noch. Und dann gucke ich jetzt auch gleich schon mal, wie das jetzt hier unten aussieht, wie die leuchtet. Sie ist noch grün, es passen noch etwas doppelte und neun Gegenstände. Verschiedene Arten von Gegenständen, muss man dazu sagen. So, die Holzkohle kommt da nicht rein. Ne, Quarz kann ich da mitnehmen. Die Kohle geht erstmal rüber und den Pulverweiser. Was haben wir denn hier? Ich habe so viele Sachen gerade. Gut. Dass ich mich gar nicht entscheiden kann, was ich jetzt hier alles reinschmeiße. Ja, die Steine schmeiße ich da jetzt auch rein. So, Truhe, komm mal her. Was hast du denn dabei? Und hier gemeißelte Steinziegel. Ja, das kriegen wir jetzt alles nicht da rein. Kommst du eben halt wieder mit. Die Truhe ist leer, zum Glück. Wenigstens ein Bass hat mal funktioniert. Also mal richtig schnell funktioniert. Ja, das nächste ist, was wir machen. Jetzt gleich Feierabend ist klar. Nein, wir als nächstes machen wir jetzt dann mal einen weiteren 4K-Speicher. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Vielleicht machen wir es sogar in der nächsten Folge gleich zwei Speicher, weil wir haben ja die Materialien und ich kann die Kisten langsam mal mehr und mehr leer machen. Und die Sachen, die ich nicht mehr brauche, kann ich mal rausschmeißen. Ich habe so lilane Punkte auf der Map. Das macht mir Angst. Gut, das machen wir alles in der nächsten Folge. Dann ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer, wie ihr gerade zuguckt. Und ja, lasst euch nicht ärgern. Viel Spaß noch. Ciao, ciao.